Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die besten Geräteschuppen. Damit ihr das richtige Modell für eure Ansprüche finden könnt, werden wir euch in diesem Video drei verschiedene Schuppen aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. Da sollte das Richtige für euch dabei sein. Viel Spaß nun also beim Zuschauen. Für weitere Infos zu den Schuppen oder um diese sofort zu euch nach Hause zu bestellen, könnt ihr auch gerne mal in der Videobeschreibung nachschauen. Unter diesem Video haben wir euch alle drei Schuppen auch verlinkt. Nun lasst uns aber gleich mit dem ersten und auch kleinsten Geräteschuppen im Vergleich starten. Es handelt sich um das Modell Manor vom Hersteller Keta. Das kleinste Modell der Manor-Reihe kommt mit einer Abmessung von 1,30 m in der Breite, 1,03 m in der Tiefe und 1,96 m in der Höhe. Es hat damit ein Volumen von 1,76 Kubikmetern, ist aber auch noch in drei weiteren Varianten bis sogar zu 7,6 Kubikmetern verfügbar. Des Weiteren gibt es das Modell, welches vor allem aus einem hochwertigen und pflegeleichten Polypropylen-Kunststoff besteht, in zwei Farbvarianten. Einmal in dem klassischen unauffälligen Grau und einmal in einer beigen Variante. Das Modell ist praktisch und auch sicher. Es besitzt eine Vorrichtung für ein Vorhängeschloss, welches im Lieferumfang aber nicht dabei ist. Der Schuppen an sich ist simpel aufgebaut, dadurch sehr leicht aufzustellen, besitzt aber abgesehen von der Bodenplatte kein wirkliches Interieur. Dafür bietet es dann ausreichend Stauraum für allerhand Gartengeräte und sonstige Dinge, die man verstauen möchte. Vor allem garantiert das Modell 1 eine robuste doppelwandige Konstruktion, welche allen Witterungsbedingungen standhält. Auch dabei ist wie gesagt eine Bodenplatte und ein Lüftungsschlitz an der Oberseite. Dieser ermöglicht es, dass auch Luft ins Innere reinkommt bzw. Luft von innen nach außen gelangt und so eine gute Zirkulation gewährleistet wird. Ein starkes Modell für Leute, die vor allem einen sehr simplen, aber trotzdem robusten Geräteschuppen brauchen. Mehr Infos zum Keta Manor über den ersten Link in der Videobeschreibung. Es handelt sich hier nicht überraschend um den Bestseller und auch was die Bewertungen angeht um das beliebteste Modell im Vergleich. Bleibt aber auch unbedingt noch dran, denn zwei weitere Modelle möchten wir euch ja noch vorstellen. Als nächstes das Gerätehaus von Juskies. Hier handelt es sich um ein Metallhaus, welches ebenfalls in vier verschiedenen Größen erhältlich ist. In der kleinsten Variante besitzt es eine Abmessung von 1,51 m in der Breite, 71 cm in der Tiefe und 1,81 m in der Höhe. In der größten XXL-Variante hat es eine Bodenabmessung von 3,09 m x 2,67 m. Zwischen diesen beiden Extremen kann man beim Juskies Metallgehäuse also auswählen und sich somit das perfekte Gerätehaus für seine Ansprüche nach Hause bestellen. Immer gleich ist bei allen Modellen die hochwertige Metallkonstruktion. Dieses steht auf einem Stahlfundamentrahmen, ist sehr wetterbeständig und kommt immer auch mit einem robusten Dach. Dieses ist manchmal abgeschrägt und in den größeren Varianten wie ein normales Häuserdach aufgebaut, besitzt immer einen Kantenschutz und sorgt dafür, dass das Innere des Gerätehauses stets trocken bleibt. Zudem überzeugt das Modell durch eine hochwertige Schiebetür. Diese verschwindet sehr platzsparend an der Innenseite und wird auf den robusten, hochwertigen Schienen des Gerätehauses geführt. Im Inneren gibt es hier leider keine Bodenplatte, dafür wie gesagt einen stabilen Fundamentrahmen, der den Einbau eines zusätzlichen Bodens ermöglichen würde. Des Weiteren sind im Inneren Halterungen und Haken für sämtliches Gartenzubehör angebracht, sodass man dieses sehr leicht erreichen kann. Vor allem überzeugt uns dieses Modell durch seine Stabilität. Es ist das einzige Modell, welches komplett aus Metall besteht und damit eine besonders hohe Witterungs- und Wetterfestigkeit aufweist. Alle weiteren Infos zum Modell und den verschiedenen Varianten von Juskies über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr es bei Interesse auch sofort bestellen. Bleibt aber auch gerne noch dran, um als drittes und letztes nun das Premium-Modell kennenzulernen. Unser Favorit in Sachen große Gerätehäuser. Es handelt sich wieder um ein Modell von Keta, das Keta Artisan. Dieses besitzt erst einmal eine sehr große Abmessung von 3,42 m in der Breite und 2,16 m in der Tiefe und ist 1,90 m hoch. Das Haus besteht aus extra starken, rippenverstärkten, doppelwandigen Kunststoffplatten für eine extrem hohe Stabilität. Die spezielle Konstruktion der Platten sorgt nicht nur dafür, dass das Haus stets sehr hochwertig aussieht, sondern auch einfach montiert und instand gesetzt werden kann. Des Weiteren sehen die Platten sehr hochwertig aus und ähneln einer Holzoptik. Sowohl diese Kunststoffrippen als auch das komplette Dach sind natürlich UV- und witterungsbeständig und halten so auch härteren Bedingungen stand. Sehr gut gefällt uns das spezielle Dachdesign, welches durch seine Abschrägung und die eingebauten Fenster sowie Lüftungsschlitze an der Seite eine gute Belichtung und Belüftung des Innenraums ermöglicht.
So bleibt das Innere immer schön gelüftet und beleuchtet. Diese Konstruktion sieht aber auch von außen unserer Meinung nach sehr, sehr hochwertig aus. Das sehr geräumige Artisan von Keta ist die ideale Möglichkeit, um jegliche Utensilien wie zum Beispiel Sportgeräte, Rasenmäher oder Gartenmöbel für Outdoor-Aktivitäten zu verstauen. Eventuell kann hier sogar ein kleiner Handwerkerbereich integriert werden, da man eben so viel Platz hat. Das Innenleben kann auch zusätzlich mit Regalböden ausgestattet werden. Diese sind im Lieferumfang natürlich nicht dabei. Dafür hat man aber eine Bodenplatte, die hier gleich schon mitkommt, welche man also nicht noch dazu kaufen muss. Unserer Meinung nach das optisch schönste und auch praktischste Gerätehaus. Mehr Infos zum Keta Artisan über den dritten Link in der Videobeschreibung. Ansonsten würde uns nun mal interessieren, für welches Modell ihr euch entschieden habt. Das Keta Manor, das Juskies Metallgerätehaus oder das Keta Artisan. Lasst es uns gerne mal in den Kommentaren wissen und checkt unbedingt die Videobeschreibung aus, wenn ihr nun noch mehr zu den Gerätehäusern erfahren wollt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wünschen damit viel Spaß mit eurem neuen Geräteschuppen.